Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal wieder BeamNG. Und zwar werde ich heute euch mal ein paar Fahrzeuge demonstrieren, die ich selber mit dem Spiel Automation designt und ja, entwickelt habe, sage ich mal so. Ist ja nicht programmiert. Und zwar werden wir die im Thema Überleben testen. Also ich habe Verkehr eingeschaltet, das geht ganz einfach über dieses Hauptmenü, dann KI und dann Verkehr und dann kann man Polizei oder Normal auswählen. So, und wir sagen denen jetzt, die sollen uns jagen. Wir haben natürlich jetzt erstmal das langsamste Auto, was ich selbst gemacht habe. Kurze Geschichte zu dem Auto. Mein Bruder wollte eine Limousine und da es kein Limousinenmodell gab, haben wir einfach ein Auto genommen, was extrem lang war. Haben das noch länger gezogen. Ja. Naja. Die Motorleistung ist und das Gewicht des Fahrzeugs ist ein bisschen auch realistisch getrimmt. Deswegen steht auch in Klammern Realistik an dem Mod. Kann euch die Mods auch mal kurz zeigen. Ja. 9 Mods habe ich bis jetzt selbst gemacht. Die sind aktiv. Werde ich auch niemals deaktivieren, weil gut. So. Dafür sage ich den jetzt einfach mal. Jagt mich. Aber bevor ich das mache, Leute, schaut unten unter in der Videobeschreibung mal vorbei. Da ist der Link vom Discord. Im Discord erfahrt ihr im Endeffekt alles. Ihr erfahrt, wenn ich streame. Ihr könnt Benachrichtigungen ein- und ausschalten. Wenn ihr zum Beispiel YouTube-Benachrichtigungen von mir, Jan oder noch einer anderen Streamerin namens Venom Channel bekommen wollt. genauso wie bei Twitch. Könnt ihr alles dort einstellen und euch individualisieren. Außerdem gibt es dort Casino-Funktionen und so einen Scheiß. Also, ja. Da könnt ihr ja mal vorbeischauen. Was ihr unbedingt wissen solltet, für den Beitritt ist die Verifizierung einer Telefonnummer über Handy zwingend nötig. Gut, wir legen jetzt mal los. Leute, jetzt sagen wir denen einfach mal, die sollen mich jagen. Da kommt einer. Der hat einen wunderbaren Unfall gebaut. Boah, der Polizei muss ich ausweichen. Nein, 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 nein. Oh, Alter. Ah, kleine Schramme, aber nicht so schlimm. Wie aus Info, das ist eine Stahlkarosserie, also hält die ein bisschen was aus. Macht das Auto auch ein bisschen schwer, das heißt, wir haben da halt einen kleinen Vorteil. Boah, den habe ich nicht erwartet. Oh, 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 nein. Die sind halt alle da, aus uns kaputt zu machen. Überhaupt keinen Bock drauf. Also übrigens, keine Facecam, weil ich bin nicht zu Hause und habe hier einen scheiß Hintergrund und ja. Nein, 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 nein. Ah, shit. Nicht, mach nicht den hier, macht nicht den. Geh wieder weg. Tschüss. Oh ne, da will ich nicht lang. Ich war hier lang. Boah, Alter, der zieht nach links. Boah, hier schaffe ich es kaum hoch. Da hat der Wagen. Also, der Wagen hat halt sehr wenig Leistung. Wir können ja gleich mal schauen. Weiche, nein! Bloß weg alle von mir. Also es wird auf jeden Fall noch richtig, richtig krass. Sag mal, nein, lass mich jetzt in Ruhe. Also wir haben für jedes Auto nur einen Versuch. Wenn es zerstört ist, ja. Ist halt schade, ne? Dann gehen wir weiter zum nächsten. Wir bleiben aber innerorts, weil ich wollte jetzt nicht auf die ganze Map ausbreiten. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh. Ich bin voll gegen den Bordstein gedonnert, weil
Das geht nicht herunter. War eine Scheiße, ey. Nein! Wir haben schon platten Reifen, zerstört einen Kühler. Och nee, och nee, och nee, och nee, och nee. Ach Scheiße. Ah, jetzt haben wir mich aber erwischt, ey. Nein! Oh. Boah, also muss auf jeden Fall ganz stark dagegen lenken, das ist schon. Also der fährt hier jetzt, lenke ich gerade nicht. Ah, ja. So stark lenkt der Geiner. Der Motor ist schon am Überhitzen. Ich glaube, wir halten nicht mehr lange aus, Leute. Ach. Scheiße. Okay, dann halten wir die mal an. Und wählen das nächste Fahrzeug. Das nächste Fahrzeug, hier seht ihr meine ganzen Fahrzeuge, also das nicht. Das, nee, das auch nicht. Das und das. Na, alles meins. So, realistisch ist so quasi die Stufe der Autos, deswegen nehmen wir direkt den nächsten realistisch. Und das ist der Audi Sportback 2009. So, Leute, jetzt geht's weiter mit dem Audi Sportback 2009 von mir. Und die raten natürlich direkt auf mich los. Ach, Scheiße, ey. Aber diesmal ein bisschen mehr Leistung. Sollte Audi Sportback hier haben. Wagen ist auch etwas leichter. Zum Glück. Ach. So, perfekt. Überwunden. Teilt mir mal eure Meinung zu den Fahrzeugen mit. Natürlich, die Fahrzeuge sind nicht perfekt gemacht. Das liegt aber auch daran, dass man in der Engine gar nicht so viele Möglichkeiten hat. Weiter jetzt nicht lang. War ja klar. Nein, nein, nein. Boah, knapp, Alter. Was? Eine knappe hier. Nee, nee. Ach komm. Geh mir doch nicht auf den Piss. Jawohl. Gar keinen Bock auf die. Da geht es auch noch um Dreieck, ne? Ja. Die Elle da lang. Glück nicht. What the? Wer war der denn? Ach, was ist das denn? Ach, Scheiße. Habt ihr das gesehen? Alter, was bist du denn für ein Auto? Oh. Ist gut, ich gebe auf. Digga, einen Reifen weg. Beide Achsen rausgejagt. Ja, der ist aber krass gewesen. Na gut, dann zurück und nächstes Auto auswählen. Und zwar als nächstes nehmen wir. Na, irgendwas, was nicht so schnell ist. Wir nehmen den.
Der ist zwar auch schon schnell, aber nicht so. Okay, dann frag mich doch, wenn ihr könnt. Oh ne, da kommt schwer. Scheiße. Hätte ich nichts gesagt, ey. Aber. Oh nein, die Reifen. Macht die Lenkung ja jetzt schon unmöglich. Aber ich kann noch fahren. Oh, ja, so ist schon mal besser. Geht mir der Reifen dann nicht mehr um den Sack. Aber lenken ist noch schwieriger. Ach, Mann, oh. Der hat halt auch so eine elektrische Differentialschwelle. Das heißt, ich kann die nicht sperren vorne. Okay, komm, wir geben auf. Der hat uns am Anfang echt auseinandergenommen. Oh, da wollte gerade noch einer rein. Wir wählen mal schnell das nächste Auto aus. Das nächste Auto, dann nehmen wir hier diesen Offroad Hyundai. Was auch immer. Natürlich schon mal wesentlich schneller und auch auf Offroad ausgelegt. Boah, sind wir schnell, Alter. Oh, sind wir schnell, Alter. Ist ja nicht mehr normal. Guck mal, was die hier für Wrack fliegen, ey. Sind die noch in der Lage, mich zu fangen, oder? Der da rollt noch. Welche? Oh, nicht dagegen, nicht dagegen. Nein, 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 nein. Ah, okay, das war ja noch einigermaßen. Okay, aber das Fahrwerk ist mir ein bisschen weggeschlittert. Hinten das Fahrwerk ist. Die Achse ist komplett krumm. Nein! Dabei sind das nicht mal die, die mich kaputt machen. Das bin ich ja sogar selber. Weil ich meine, fahren ist es ja immer noch. Wir fahren nur so ein bisschen seitlich. Na gut, nehmen wir mal ein anderes Auto. Machen wir kurz hier einen neuen Verkehr rein. So Leute, und weiter geht's mit dem LSCPD Cruiser. Also, das Tante ist. Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Das Santos Country PD. Ja. Ja, dann jagt mich mal. Nein, das Ding hat keine Sirene, weil das ist leider nicht machbar. Ja, ich habe jetzt eine Karte mit. Also, fahr doch. Ich habe jetzt eine Karte mit rein gemacht. Damit wir mal sehen, wo denn Fahrzeuge sind und wo Polizeiautos sind. Ja. Ey Jungs, ich gehöre zu euch. Gerne einfach die Straße. Ach, Scheiße. Nee, 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 nee. Oh.
Ah, mit platten Reifen ist es echt mies, ey. Das ist richtig mies. Ein platter Reifen und eine krummer Reifen ist das Schlimmste, was man haben kann. Nein, nein, nein. Scheiße. Nein, ach komm, ich kann das Ding nicht mehr steuern. Nein, bitte nicht. Ja, komm, jetzt haben wir das wieder Reifen ab. Gut, Leute, wir haben verloren. Das PD-Auto ist natürlich auch komplett raus. Also, so wie das hier auseinandergenommen wurde, kritisch. Na gut, dann werden wir jetzt das nächste Fahrzeug auswählen. Das heißt, ich lade nochmal neu das Spiel gleich. So, Leute, wir nehmen das nächste Fahrzeug und das wird... der BMW M2. Ja, nehmen wir den einfach mal. So, Leute, und die sollen mich jagen. Natürlich jetzt mit dem BMW M2. Boah, ausgewichen. Der ein Hochleistungsmotor drin hat. Ah, ich bin im Leerlauf. Nein. Nein, 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 nein. Das war jetzt... Achso, man muss das auch. Ich wollte gerade sagen, das war aber eine kurze Geschichte. Und der Motor ist komplett am Überhitzen. Kühler auch Schrott ist. Ist erfolgreich der Polizei endlich, das finde ich gut. Oh shit. Jungs, haut rein, ich fahr wieder. Oh, ist das ein... Ne, es ist so grauenvoll. Fahr mal gegen den Baum. Und wir flüchten auch. Das Ding blinkt die ganze Zeit, das absolute Scheiße. Ausgeträgt und wieder zu. Ne, ich fahre da hoch. Nein! Motor ist geschrott. Kann ich nicht mehr starten. Mist. Aber ich denke mal, der ist ganz durchgebrannt. Ey, yo, jetzt beruhigt euch mal wieder. Ganz ruhig, ja? Ihr habt mich. Dann würde ich sagen, machen wir doch gleich weiter. So, Leute. Und weiter geht es. Müll. Dem Tesla Roadster Hybrid. Ne, Hybrid, weil nicht nur elektrisch, sondern halt mit normalem Motor.
Gut, dann versucht man mich zu jagen. Oh, da komme ich schon. Also, nein, 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 nein. So einfach weiß ich nicht. Also der Tesla hat so mit die beste, das beste Fahrverhalten, wenn er denn ganz ist. Ne? Oh. Nein, 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 nein. Ah. Ey, warum sind die hier oben? Mann, hier sind so viele Autos. Nein, 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 bitte nicht. Danke. Er hat das beste Fahrverhalten, aber ist auch sehr empfindlich bei Schaden. Kann nicht mehr steuern. Naja. Komm schon, bitte nicht. Ich will noch nicht ins Gefängnis. Also der Boden ist an der Stelle schon schwarz. Okay, gut, ich gebe auf. Na gut, Leute, dann wechsle ich mal schnell zum nächsten Fahrzeug. So, Leute, das nächste Auto wird der. Erst der McLaren und danach der. Das war ja der Lambo. Ja. So, dann. Jagt mich doch, wenn ihr könnt. Nein. Nein, nein. Das Ding blockiert mich schon und ate me. Komm, bleib da bitte hängen. Blockiert meinen Reifen. Aha, falsch gefahren, Alter. Das Ding weg. Ja. Boah, nein. Scheiße. Okay, Leute, wir müssen aufgeben. Die haben uns mal wieder gekriegt. Jetzt wechseln wir aber zum Final und zwar zum Lamborghini Destroyer. Bis gleich. So, Leute, jetzt wählen wir den Lamborghini Destroyer. Kurz davor zu sagen, das Ding ist ein Apokalyptenfahrzeug und hat also, es ist nicht auf Hochgeschwindigkeit ausgelegt. Es könnte das zwar, aber der Wagen ist so unglaublich schwer. Und das ist er, Leute. Er hat, also wie ihr seht, er hat überall Spikes und, also, oder der fett. Ja, und jetzt sagen wir den einfach mal, Jungs, jagt mich mal. Ich habe mit dem Ding alles weg. Ja, ihr merkt schon. In dem Teil war vorher ein eigener Motor. Da ging das Ding aber zu krass ab. Ach, Scheiße. Komm, verschwinde. Ja, genau. Am Anfang war dann eigener Lamborghini-Motor drinne. Dann war der aber zu schnell irgendwie. Und dann habe ich den Motor vom Hyundai Offroad ich da reingepackt und aufgetunt. Damit der halt mehr Kraft hat als Geschwindigkeit.
Also der fährt nicht besonders schnell, sondern ist halt gut gepanzert und hat halt Kraft. Das ist schon belastend, wenn man einen Reifen weniger hat. Ah, du bist jetzt aber richtig abgestochen, ey. Stell ich mit dem Ding halt Autos ab, ne? Ich dachte, ich bin auch schon vom Bogen, Alter. Echt mies, dass ich am Anfang den Reifen verloren habe. Das war wirklich das Allerschlimmste. So, weg mit dir. Das ist das Gute, weil ich mit den Stacheln halt kann die fahren, weil ich so flach bin. Die können halt einfach, kann die hochheben. Nein, jetzt geht doch weg, alle. Also, dass wir nur einen Reifen haben, geht mir schon tierisch auf die Nerven. Weil wir trotzdem so gut fahren. Also, ach komm, Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Na gut, wir machen nochmal von vorne. Wir machen es nochmal. Und diesmal nehmen wir die alle auseinander. Weg mit dir. Du gehst. Ach komm, nein! Nö, nochmal. Da mache ich doch nicht mit, ey. Da mache ich doch nicht mit. Geh beiseite. Du gehst auch weg. Wieder ein Rad verloren. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Die rasen mir halt alle in die Stacheln. Die sind halt einfach dumm. Ich muss die eine scheiß Gang da mal ausmachen. Komfortmodus ist nämlich mich nur am Bremsen. Danke, Bordstein. Oh. Viel Spaß. Ach, beste, beste, beste. Also, ich finde den Wagen jetzt schon super. Einfach nur gut. Jetzt haben wir keine Fronträder mehr. Erfolgreich geparkt. Sind die lost oder warum fahren die hier nicht hin? Ja, ich meine, mehr kann ich nicht machen. Ne? Ich kann ja noch rückwärts fahren, aber hier bin ich ja irgendwie sicher vor denen. Das ist jetzt hier unsere Ganggarage. Hier sind wir sicher. Und wenn die herkommen, sind die alle weg. Ach übrigens, im Discord gibt es Umfragen und bei der letzten Umfrage ging es um das Thema, ob ich GTA RP aufnehmen soll, als Video, als Livestream oder es lassen soll. Und es war eine eindeutige Entscheidung, ich soll GTA RP aufnehmen und zum Video schneiden. Das heißt, es wird das zukünftig auf jeden Fall geben. Wann genau, kann ich euch nicht sagen, das habe ich ja in den vergangenen Wochen schon mal probiert. Das Problem ist einfach, dass in den Aufnahmen zu viele Probleme aufgetreten sind, wie zum Beispiel Performance Drops, weil ich halt alles auf UHD spiele. Jetzt gerade spiele ich ja auch auf UHD, aber das Video wird nicht UHD hochgeladen. Weil UHD spielen und aufnehmen, das kriege ich glaube ich nicht hin. Und brauche ich auch nicht. Ist doch alles wunderbar, solange ihr gutes HD genießen könnt. Ja, was machen die denn da hinten? Ich mach jetzt hier Rückwärtsgang rein, Junge. Och nee. Ich lass mich mit von den Objekten so ein bisschen leiten. Oh nein, das ist. Und ab in die Stacheln mit dir, Junge. Ich finde diesen Wagen einfach absolut cool.
Er hat zwar nicht mehr viel mit dem Lambo zu tun, aber dieser Gedanke, ein Lambo mit Panzerplatten, mit Stach, mit Spikes, die einfach jeden wegfetzen, ist einfach geil. Ich muss die Vorderreifen aber scheinbar ein bisschen kleiner machen, damit die nicht immer mehr rausgerissen werden, weil das ist ein großes Problem noch. Die stehen wahrscheinlich einfach ein bisschen zu weit raus, dass man dazu einfach drankommt. Oh, komm her, Junge. Okay, das ging bei mir aber auch nicht so gut aus. Was ist denn das, Digga? Achso, hey, ist das eine Polizeiversion von dem Zigaretta? Dich erstmal mit Stacheln aufweichen, Alter. Schön die Haube über die Schnauze ziehen. Ja, ein Auto schieben ist easy. Und bumm. Tschüss. Ne, lass mich mal schön in Ruhe hier. Der hinter mir hat leider ein bisschen mehr Tempo, glaube ich. Also das ist so eine Sportpolizei. Nein! Den habe ich abgewehrt, aber die Polizei, die hat mich ja echt dran gekriegt. Aber deswegen ist die Schnauze von dem Wagen auch vorne so lang, weil damit ich viel Puffer habe. Damit ich halt wie jetzt trotzdem noch weiterkomme. Ich meine, bis jetzt ist ja noch nicht viel kaputt, abgesehen vom Kühler. Komm, eine Runde geht noch. Wird gleich ein heftiges Thema beim Schneiden, aber... Weil wir sind jetzt bei einer Aufnahmezeit von 50 Minuten. Und das Video soll später so höchstens 20 Minuten lang sein. Aus dem Weg. Oh, da brennt was. So, du gehst ab und geh in die nächste Ampel. Ganz genau so. Weg mit dir. Kannst jetzt auch nicht mehr vernünftig fahren, weil Sportwagen, der beschädigt ist, werden noch schlecht. Ja, du bist aus. Und der jetzt auch. Für mich, also so ein bisschen wie ein Panzer fühle ich mich hiermit schon. Natürlich auch die ganzen Platten, die da draufgelegt sind, die sind alle nur so weich wie die Karosserie. Aber wenigstens alles aus Stahl beim Lambo. Ist keine leichte Karosserie. Scheiße, der hat mir meinen Reifen weggejagt. Zwei Autos schieben ist schwierig, wenn man einen Reifen weniger hat. Wahrscheinlich wird noch Verbesserungen an dem Auto geben. Wenn ihr wollt, kann ich euch dazu ein neues Video machen. Dazu werde ich wahrscheinlich gleich eine Umfrage im Discord machen. Später, wenn das Video hochgeladen wird. Ich hoffe, dass ich es schaffe, so bis 18 Uhr, dass der hochgeladen. Oh, weg mit euch allen hier. Oh, lenken kriege ich nicht hin.
komm, ich fang mal 100 mit dem. Warum kann ich nicht mehr lenken? Das ist so eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Ach, scheiße, ist das hinten Reifenblatt. Und abgestochen. Na gut, komm. Wir geben mal auf. Wir haben selbst den Lambo bezwungen. Die sind einfach zu krass. Beim nächsten Mal brauche ich Raketenwerfer oder so. Okay, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Ja, und teilt mir gerne mal in den Kommentaren mit, ob ihr mehr solche Videos haben wollt. Oder also mehr von DMG, vielleicht mehr von diesen Verfolgungsjagden. Ja. Genau. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Haut rein. Ciao, ciao!